Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit der Rezu. Ich bin der Rezu, das da ist Ayana und wir reden mal kurz Shirt. Mit ihr. Blöd, dass du dafür sterben musstest. Ja? Okay, sie will nicht wirklich mit mir reden. Sind wir ja schon gewohnt. Okay, in der letzten Folge habe ich überlegt, nochmal Zeug sammeln zu gehen, aber nee, ich mache lieber meine Mission. Wir sollten ab und zu Missionen machen, ne? Ich hielt das hier für ein Taktikspiel, dann sollte ich auch ab und zu Taktik machen. New York City, wir haben vier mögliche Missionen. Die Rechnung ist fällig, Handlungsmission. Ach Gottchen. Erfordert den Abschluss einer allgemeinen Mission. Okay. Aber wir müssen erstmal ein bisschen Zeit verbringen mit unseren Leuten. Gut. Wir hätten dort einen Infospeicher. Gamma Helix selten und Credits selten. Das klingt eigentlich ganz gut, ne? Wir hätten dort. Also der Infospeicher würde mich interessieren. Ein Artefakt wäre auch ganz gut. Okay, wir machen die einfach. Die Einkaufstour. Tutorial Heldenherausforderung. Für diese Mission steht eine Heldenherausforderung zur Verfügung. Bei Kauf mit Informationen wird für die Kampfmission ein optionales Ziel mit Bonusbelohnung aktiviert. Okay. Herausforderung gibt in einem Zug 4 Heldenmut aus und das würde uns Lost-Belohnung geben. Und was ist das hier? 4 Pakete. Achso, nee, das kostet 4 Informationen. Wir haben 6. Okay. In einem Zug 4 Heldenmut ausgeben sollte kein wirkliches Problem sein, ne? Berge Hydra-Vorräte aus Hydra-Fahrzeugen, bevor sie entkommen. Okay. Aber um sicher zu gehen, dass wir es auch hinbekommen. Wo sind wir? Ach, da. Ha! Ich habe mich kurz nicht wiedererkannt. So, um es auch hinzubekommen. Nehmen wir die Awesome Facial Hair Bros mit. Und da haben wir tatsächlich mal wieder eine richtige Marschiersequenz. Und mit Dr. Strange sah die auch verdammt gut aus, ne? Mit dem Umhang. Jeder sollte einen Umhang hier haben, ne? Habe ich mir bei ihm schon angeguckt, was er so für Kleidung hat? Wir fühlen jetzt übrigens zum ersten Mal unsere neue rote Rüstung aus. Das ist auch hübsch. Auch schön. Okay, diese Karte hier kennen. Okay, Vorräte bergen. Ja, beschaffe die Vorräte, bevor der Hydra-Lastwagen davonfährt. Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Ich schaff das schon. Tutorial Heldenherausforderung. Für diese Mission wurde eine Heldenherausforderung aktiviert. Schließe die aktive Herausforderung ab, um dir am Ende der Mission die Belohnung abzuholen. Ja. Iron Man. Für Boni nachziehen. Ein Nachziehen bei bestimmten Iron Man-Fähigkeiten verleiht dieser Fähigkeit Gameplay-Bonus. Boni. Muss ich sauer werden mit dir, Spiel? Du hast dich bisher sehr gut geschlagen. Verleiht dieser Fähigkeit Gameplay-Boni wie erhöhten Schaden, der zusätzlich. Zusätzliches Zurückwerfen. Okay. Ein Nachziehen bei bestimmten. Ich bin nicht ganz sicher, was das bedeutet. Tutorial, Kampfgegenstände. Du hast deinen Kampfgegenstand ausgerüstet. Mit Leertaste rufst du deine ausgerüsteten Kampfgegenstände aus und setzt sie ein. Tipp, Kampfgegenstände sind gratis, kosten also keine Aktion. Setze sie ein, wenn du in Schwierigkeiten bist. Schnell zu den Trucks. Hol die Artefakte, bevor sie abfahren. Kein Problem. Okay, da hätten wir die Vampir-Essenz. Wir können offenbar 3 immer mitnehmen. Gut, wir hätten hier den Schnellschuss. Schnell zieht eine Karte nach. Ja, gezielter Angriff, Verkettung 4. Je eine Iron Man Karte auf der Hand und wir haben ein paar. Was haben wir jetzt hier markieren? Wende zweimal markiert und zweimal verwundbar an. Bei K.O. wird eine Aktion zurückerstattet. Okay. Was machen wir? Ich meine, wir könnten hier wahrscheinlich schon mal. Der hat 65 mit dem Schnellschuss. Ne, mit dem gezielten Angriff. 22. Verstehe ich das richtig? Ist das tatsächlich. Achso, Moment, wir haben. Achso, stimmt, wir haben.
Ich nehme an, wir haben mit Tony Stark kürzlich trainiert und hier angespornt. Alle Heldentatkarten auf der Starthand kosten 0 Heldenmut. Deswegen haben wir so eine mächtige Karte hier gerade, die wir benutzen können. Ich war kurz ein bisschen verwirrt. Normalerweise sind es... Okay, offenbar 2 oder... Also es ist mehr als 2 normalerweise. Mit dem gezielten Angriff könnten wir dem hier direkt den Schild weghauen. So, okay, und nochmal und... Moment, achso, der ist zu weit weg. Okay, ne, dann gut, dann die ganze Zeit auf ihn. Nett. Warum ist Hunter jetzt hier hinten? Gut, jetzt könnten wir die Vorräte bergen. Wenn er zweimal markiert und zweimal verwundbar an. Ja, das können wir machen. Heilen bringt uns jetzt noch nicht so viel. Wir könnten hier zurückwerfen. Zurückwerfen ist gut. Dann sollten wir aber auch definitiv jemanden so zurückwerfen, dass wir ein bisschen was anrichten, ne? Ja, aber okay, gut. Nee, dann werfen wir den hier rauf. Einen Moment zur Vorbereitung. So, die Aktion ist erstattet. Wir hätten hier sprengen uns hier nach, um kraftvoll zu ergänzen. Kraftvoll verdoppelt Distanz und Schaden von Zurückwerfen. Achso, ja, kraftvoll ist Zurückwerfen, okay. Wir haben noch 2 Aktionen. Ich würde sagen, wir könnten die Vorräte bergen. Okay, wir erledigen erst einmal den hier. Sehr schön. Dieses ganze Heil-Hydra-Zeugs wird ziemlich abgestanden. Habt ihr mal was Neues? Da haben wir die Helden-Kombo und damit können wir direkt das hier benutzen. Also nicht in diesem Zug mehr, aber... Obwohl... Wir haben 2 Aktionen. Wenn wir jetzt dein Ziel markieren hier... Moment mal, der hat 105 Leben. Moment, wir können ja... So, einen schnellen Überblick uns verschaffen. 108. Also los. Ich erkenne deinen Plan. Sehr gut. Denn du bist Teil des Plans. Nicht schlecht. Nicht toll, aber auch nicht schlecht. So, sehr schön. Das hat eine Menge hergemacht. Mit uns ist nicht zu spaßen. So, und wir haben immer noch die eine Aktion, um die Vorräte zu bergen. Tony ist schnell. 159 Credits, okay. Und wir haben noch gar nicht unser Manöver benutzt. Ja, benutzen wir es dafür. Sehr schön. Gut, jetzt... Wir könnten noch nachziehen. Es sieht nicht wirklich so aus. Hm.
Segen der Fiend. Achso, Moment mal. Bedeutet das, ich muss die durch Nachziehen immer bekommen? Also dadurch, dass ich Karten aufgebe? Gewährt den Heldenkarten auf deiner Hand plus 9 Schaden, bis sie gespielt oder abgelegt werden. Nee, das machen wir mal nicht. So, und Heilige Flamme ist nicht schlecht. Au. So leicht wird man mich nicht los. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Die haben ein bisschen mehr Schaden gemacht als mir dieses. Ich hoffe, du fühlst dich heute stark, denn du wirst es mit einem der Gefallenen aufnehmen. Armer Eddie. Von einem unersättlichen außerirdischen Symbionten vollends einverleibt. Tutorial, Schurkenhinterhalt. Ein Schurke hat die Helden aus dem Hinterhalt angegriffen. Ja, ja, hat er. In allgemeinen Missionen erscheint statt normaler Verstärkung manchmal ein Schurke. Das kann dich unerwartet vor eine Herausforderung stellen. Der Schurke hat jedoch nur ein Leben, wodurch er leichter zu besiegen ist. Okay, immerhin. Okay, kein Problem, kein Problem. Also der hier explodiert eh. Kein Problem. Und wenn er explodiert, bekommen wir die Blockkarte. Das ist auch gut. Schneller Schnitt macht 15 Schaden, was nicht genug ist, um irgendeinen hiervon auszuschalten. Ich meine, wir können Agamotos Blick benutzen. Aber das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Nein, Moment. Nein, Agamotos Blick bringt uns momentan überhaupt nichts. Okay, noch ein schneller Schnitt. Ja, okay, wir ersetzen den auch noch. Winde von Vatum sind gut. Zurückwerfen. Wir haben nicht genug Heldenmut, um das. Damit das gerade ausgebessert ist. Okay, wir können Eddie hier gegenwerfen. Das ist schon mal gut. Das ist nicht ideal. Ja, okay, wir machen erst einmal das hier. Allgemeine Bewegung. Oh, verdammt, wie sind wir damit überhaupt aus dem Bereich jetzt raus? Ich glaube, wir haben uns viel zu wenig bewegt. Na, das war ja was. Nee, doch nicht? Okay. Gut, außerdem sollte ich mir mal angucken. Gut, die greifen Tony an. Fürs Heilen muss ich mich nicht bewegen, das ist doof. Wäre ganz gut, wenn wir uns bewegen würden. Okay, wir gehen mit Hunter. Ja, was machen wir mit Hunter? Okay, wir machen zuerst das Sprengen. Doppelt gesprengt. So, sehr gut. Wir werden dich Reihe spüren lassen. Bitte nicht. Okay, und jetzt darf Hunter. Den einmal schubsen. Oh, und der ist betäubt. Sehr gut.
Gut, und wir können noch die heilige Flamme benutzen. Die beiden greifen Toni an. Hält Toni das aus? Er hat 63 Leben. Okay, ich denke, er schafft das. So. Haben wir noch irgendwas? Ne? Okay, dann... Betäubung entfernt. Gut. Oh, der lebt tatsächlich noch. Oh Gott. Au. Das ist gar nicht gut, wenn jetzt Toni... wenn Toni jetzt noch die... Au, oh, oh. Okay, Toni ist down. Unser Verbündeter braucht Hilfe. Ja, und wir bekommen hier noch... Also, sie bekommen noch mehr Verstärkung. Es fährt gleich noch ein Truck ab. Du weißt, was zu tun ist. Okay, wir haben... Wiederbeleben, Heldentat, belebe Toni mit 50% Gesundheit wieder, kostenlos. Noch eine Wiederbelebung. Ah, okay, stimmt, das ist... Gut, gut, gut. Wir hatten hier die Schattenpeitsche. Das Wiederbeleben ist kostenlos, dann sollten wir es auf jeden Fall benutzen, ne? Ich meine, kostenlos bis auf die zwei Heldentatspunkte. Okay, wir machen erst einmal den schnellen Schnitt. Ist kostenlos. Moment, vielleicht... Nein, da hinten können wir nicht benutzen. Heil den hier. Gut. Abwehrstellung. Vielleicht sollten wir das gleich benutzen. Das hier hat das kraftvolle Zurückwerfen. Und wir könnten den da hinten direkt ausschalten. Oder auch nicht. Es gab eine Zeit, in der Lilith höchste Ansprüche an ihre Schergen stellte. Diese Zeit ist eindeutig vorbei. Ich würde ganz gerne die Vorräte noch bergen, aber es ist ein bisschen gefährlich gerade. Okay, jetzt benutzen wir... Obwohl, Moment. Wir haben zweimal die Axt gerade auch. Oh, wir haben hier noch einen Schnitt. Sehr gut, dann... Wenn Hunter angegriffen wird, ist das nicht ganz so schlimm. Das heißt, wir können... den hier mal ausschalten. Schwach. Sogar für Hydra. Okay. Benutzen wir die Axt. Vielleicht. Ich möchte die Vorräte bergen. Okay, wir machen die Wiederbelebung. Die Abwehrstellung würde ich auch ganz gerne benutzen. Okay, erst einmal, ich denke, wenn wir mit Dr. Strange hier... Ja, okay, wir können die beiden ausschalten. Das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, dies ist einer der stärkeren Zweige. Schließlich sind wir den ganzen Weg hierher gekommen, um zu kämpfen. Okay, wir benutzen Vorräte bergen, so. Ah, wir haben eines der Artefakte geborgen. Das gehört in ein Museum. Gut, Ziel, erledige sie. Besiege die verbleibenden Gegner. Die Artefakte sind in Sicherheit. Aber warum hast du Hydra nicht auch gleich noch eine Lektion erteilt? Kommt doch noch. Mir fällt gerade auf, eventuell... Oh, Moment, na, erst einmal. Wir können den direkt ausschalten noch. Das ist wahrscheinlich besser, als die Abwehrstellung zu benutzen.
Eventuell ist das generell der bessere Ansatz, alles direkt wegzunehmen. Denn wenn wir jetzt hier besiegen alle Gegner, kommen jetzt noch Leute. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch Nachschub kommt. Nachdem wir das hier erreicht haben. Ich bin froh, dass wir deine Magie auf unserer Seite haben, Doktor. Gut, die Schattenpeitsche. Na, nee, wir holen uns mal was Besseres. Ja, okay, Heilung kann ganz gut sein gerade. Einen Augenblick lang sind wir. Eddie macht's nicht merkwürdig. Jetzt weiß ich, was es mit der ganzen Aufregung. Acht Schaden? Was hat denn das? Ich muss etwas Durchhaltevermögen aufbringen. Okay. Agamotos Blick. Ist nicht schlecht. Segen der Vishanti ist nicht schlecht. Okay, wir benutzen den Segen der Vishanti. Verstärken dadurch schon mal die Axt. Mit Agamotos Blick könnten wir es nochmal ein bisschen damit können wir es erstmal nur... Ja doch, Moment, wir können es ausspielen und es hat dann nochmal die 27 Schaden mehr. Okay. Ja, und wir benutzen das Heilen für Dr. Strange. Das werde ich nicht vergessen. Gut, jetzt können wir die Axt benutzen für die 63 Schaden. Außerdem bekommt er eine kleine Schwächung noch drauf. Das wird dann im nächsten Zug ganz gut. Okay, und... Tja... Ich meine, wir können ihn hier ein klein bisschen rumwerfen, aber die Symbiontenhaut würde nur dafür sorgen, dass wir uns selbst schaden. Haben wir irgendwelche kostenlosen Fähigkeiten im Deck? Ich glaube nicht. Okay, wir tauschen Agamotos Blick mal aus. Die Winde von Vatume wären jetzt gerade ganz gut, um die Symbiontenhaut loszuwerden, aber können wir gerade nicht benutzen. Okay. Dann... Vielleicht wirft uns Eddie ja gegen... Au! Diese Kreatur kämpft mit ihrer Kraft. Au! Au! Okay, wir haben ein paar schnelle Schnitte. Venom etwas über den Roswell-Vorfall weiß. Okay. Ja, das bringt uns leider in dem Winkel überhaupt nichts. Okay. Wir könnten von hier aus dorthin springen. Mal sehen, ob es was bringt. Ich schinde keine Zeit, ich überlege. Wieso kann die Aktion nicht durchgeführt werden? Ja, hinüberspringen will ich machen. Warum kann ich das nicht? So. Warum nicht? Moment. Da, so wird mir angezeigt, dass ich es machen kann, ne? Ich habe nicht genug Heldenmut. Okay, gut. Kein Problem.
Die nächste ausgespielte Heldenkarte wird nicht abgelegt. Das ist auch ganz gut. Ich will jetzt gerade den nicht zurückwerfen. Gut, wir benutzen das heilige Geschenk. Mal sehen, ob Sie eine Antwort darauf haben. Und zack. Leider auch nicht wirklich der beste Winkel. Und zack. Vielleicht bringen uns die Winde ja jetzt was. Wir heilen schneller als du. Durchaus möglich, ja. Wir brauchen immer Heilzauber dafür. Tja. Oh, Moment mal. Ha! Ja, wir haben das ja zurückbekommen durch die Fähigkeit, die wir eben benutzt haben. Das heißt, wir können das direkt nochmal benutzen. Oh, und die direkt ausschalten damit. Wenn wir ihn dort hinten reinwerfen. Okay. Raus mit dir aus dem Feld. Ah, kein Problem. Die Mission war ein Erfolg. Gute Arbeit. Ja, war ein ganzes Stück mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Missionsbewertung 2 Sterne, immerhin noch. Missionsbelohnung, die Gamma Helix Selten, 159 Credits und eine gewöhnliche Blaupause, außerdem 178 Loss. Gut. Wir haben 10 Loss abgezogen bekommen durch den Helden-K.O. 40 für Mission abgeschlossene, plus 20 für in 5 Zügen abgeschlossene, plus 40 Begegnung mit Schurken, immerhin bekommen wir eine vernünftige Belohnung dafür, ne? Und plus 75 durch den Schwierigkeitsgrad. Ja, also diese Mechanik, ich find's cool, dass uns die Schurken dort überraschen können. Ich habe mich gefragt, wie sie das machen wollen, dass die Schurken nicht im Prinzip verschwendet sind an den Story-Modus einfach nur. Und es wäre ein bisschen doof, es zu machen wie in Marvel's Avengers, wo man einfach jederzeit die angreifen kann. Forschungsfortschritt, Hightech-Anzug, schließe 3 Missionen. Okay. Offenbar dürfen wir uns nicht angucken, was wir dort jetzt genau machen können. Gut. Emo Kids Forever. Genau. Ich wollte mir mal die Kostüme angucken, die wir mit Doc Strange haben. Anpassung. Abteiloutfit. Hier haben wir Standard. Verteidiger könnten wir kaufen. Okay. Emo-Kids, natürlich. Wichtig. Fifth Avenue, das sieht nicht schlecht aus. Dann natürlich die Badeklamotten. Und Kampfoutfit. Standard. Dann Midnight Sun können wir noch nicht machen. Das muss man freischalten. Schließe Dr. Strange Midnight Sun Herausforderung in der Waffenkammer ab, ja. Defenders und Meister der Zukunft. Ich meine, es sind keine wirklich schlechten Outfits. Damit sieht er ein bisschen aus wie ein Vampir. Und hier, naja, es sieht eben sehr futuristisch aus. Gut. So, hi Nico. Hunter, ich brauche deine Hilfe. Klar, was ist los? Magics Geburtstag steht an. Ich kann alleine keine Überraschungsparty für sie schmeißen. Klingt logisch. Natürlich helfe ich. Was ist eine Überraschungsparty? Nein, das passt nicht. Wir wissen solche Dinge. Was kann ich für dich tun? Wenn du die anderen Midnight Suns dafür gewinnst, wäre das eine große Hilfe. Okay, was ist... Ja, Moment, was ist mit den Avengers? Das ist eine gute Frage. Warum kümmern wir uns um die Midnight Suns und nicht um die Avengers? Ich meine, sie ist das Mitglied der Midnight Suns. Soll ich das Tony, Carol und den anderen sagen?
Ich weiß nicht, ob sie ein Geheimnis bewahren können. Vielleicht sage ich gar nichts bis kurz davor. Ja, überrasch alle mit der Party. Du solltest Spider-Man einladen. Ihm würde das sicher gefallen. Okay. Okay, das klingt so aggressiv, aber ich nehme an, es ist einfach nur die Frage, warum sie nicht fragt. Brauchst du mich dafür wirklich? Nein, aber ich will, dass sie das wie ich sehen, dass du zum Team gehörst. Das würde viel bedeuten. Das ist gar kein Gefallen von mir, sondern ein Gefallen für mich, ja? Okay. Okay, sag Bescheid, was du brauchst. Ich überlege immer noch, aber ich schicke dir dann eine Nachricht. Vermutlich morgen? Okay. Klingt gut. Danke dafür. Hast du noch Fragen? Warum Überraschungsparty? Hast du einen Ort gewählt? Ja, fragen wir mal nach der Überraschungsparty. Warum die Überraschung? Warum keine normale Party? Das wird lustig. Alle Freunde tauchen gleichzeitig auf und gratulieren. Klingt das nicht nach Spaß? Ich weiß nicht. Es kann sein, dass Magic die Geburtstage nicht so feiert. Ich meine, sie war eine ganze Weile in der Höllendimension. Ich meine, sie wurde entführt mit, 6 und kam raus mit, 14? Also, für sie waren das ein paar Jahre. Für Leute in unserer Welt waren es ein paar Sekunden oder weniger. Okay, man sieht... Klingt, als würdest du Überraschungspartys mögen. Natürlich! Ich hatte früher ein paar. Damals, als ich dachte, ich wäre Teil einer normalen Familie. Du redest nicht oft über diese Zeit deines Lebens. Warum sollte ich? Es war eine glückliche Kindheit, bis meine wahrhaftig bösen Eltern mir den Boden unter den Füßen wegzogen. Aber diese Partys... Meine Eltern haben sie nicht für die dunklen Götter geschmissen. Sie wollten, dass ich glücklich bin. Ja, das ist eine interessante Dynamik eben bei den Runaways. Die meisten der Eltern waren eben tatsächlich an sich gute Eltern erst einmal. Also sie haben versucht, ihren Kindern tatsächlich ein gutes Leben zu bieten. Das ist doch im Prinzip erklärt, ne? Warum die Überraschung? Warum keine normale Party? Ich hab's dir schon gesagt. Überraschungspartys sind toll. Was braucht man am Geburtstag noch mehr? Gut, hast du einen Ort gewählt? Vielleicht den Limbo. Wo wird die Party stattfinden? Ich suche noch nach dem passenden Ort in der Abtei. Das wird schon klappen. Gut, danke sehr. Das wäre alles von mir. Ich bin soweit fertig. Dann bin ich glücklich. Danke dafür, Hunter. Bin schon auf ihr Gesicht gespannt. Ich würde sagen, es wird ein klein bisschen genervt sein. Plus 3 Freundschafts-EP, yay. Außerdem, das ist wichtig, wir laufen die ganze Zeit mit der gleichen Kleidung rum. Abteil-Outfit. Outfit täglich ändern ist an. Das bringt aber nichts, wenn wir nur die 2 Outfits haben, ne? Cyclops was right. Inzwischen habe ich das auch, verstehe ich auch, was das ist. Das Cyclops ist nach dem Genosha-Vorfall... Ein kleiner Genozid, bei dem sehr viele Mutanten gestorben sind. Außerdem nach dem M-Day, bei dem die Scarlet Witch sehr, sehr, sehr viele Mutanten ausgeschaltet hat. Kurzzeitig hat man geglaubt, dass nur ein bisschen unter 200 überlebt haben. Es waren eigentlich wesentlich mehr, aber nur um die 200 waren bekannt, deswegen. Ja, Cyclops ist ein klein bisschen militanter geworden und es gab schon die Magneto Wars White Shirts, weil Magneto eben auch sehr radikal für Mutanten eingetreten ist. Hier, das hier holen wir uns noch. T-Shirt strahlend weiß. Nee, das sieht nicht gut aus. Ich bin von den meisten hier nicht so überzeugt bisher. Ja, okay. Und wir nehmen... Moment. Achso, ja, das ist direkt angezogen. Gut, wunderbar. Gut, dann haben wir ein bisschen neue Kleidung. Sehr schön. Wir sollen mit Spidey sprechen. Außerdem Gemeinschaftsraum, um zusammen abzuhängen. Das machen wir auch noch. Aber nicht mehr in dieser Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.